Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es geht also um eine Wahlgesetzänderung im Hinblick auf Corona bzw. entsprechende Notlagen. Naturkatastrophen oder ähnliche Ereignisse höherer Gewalt gibt es seit Menschengedenken. Bei uns treten sie selten und dann nur lokal auf. Liest man den vorliegenden Entwurf, so könnte sich die Frage aufdrängen, wie konnten wir nur so leichtfertig sein, bisher ohne eine Wahlnotstandsregelung auskommen? Oder gehen wir vielleicht fahrlässig mit dem Begriff Naturkatastrophe um, weil wir keine wirklichen dramatischen Naturkatastrophen kennen? Was wir zurzeit erleben, ist eine ernstzunehmende Pandemie, aber ob wirklich eine epidemische Lage von nationaler Tragweite vorliegt, darf durchaus in Frage gestellt werden, und zwar nicht erst seitdem das Amtsgericht Weimar dies verneint hat. Zweifel ergeben sich auch daraus, dass die WHO nunmehr eine positive PCR-Testung ohne einen symptomatischen Befund zum Nachweis einer Infektion als nicht ausreichend festgestellt hat, was viele Wissenschaftler schon seit Längerem beklagen. Damit verlieren die Inzidenzzahlen weiter an Aussagefähigkeit. Dennoch soll die bisherige Bewertung, die meine Fraktion hier mitgetragen hat, hier und heute nicht angegriffen werden. Gleichwohl sehen wir die Gefahr, dass eine Naturkatastrophe in einem Land, das wirkliche Katastrophen nicht kennt und an einen hohen Standard staatlicher Behütung gewöhnt ist, vorschnell festgestellt wird, ohne dass tatsächlich alle Voraussetzungen nachgewiesen sind. Die Diagnose Naturkatastrophe darf jedenfalls nicht dazu dienen, grundlegende demokratische Abläufe zu verändern. Die Tendenz des Gesetzes ist klar. Sie wollen mehr Einschränkung demokratischer Gepflogenheiten wagen, also etwa Wahlvorschläge zulassen, die unter Abweichung von Parteiensatzungen zustande kamen, Anforderungen an Unterstützungsunterschriften verändern und den Weg in die Briefwahl eröffnen. Diese Ermächtigung verändert den demokratischen Prozess in seinem Zentrum, nämlich im Wahlrecht. Mit dem vollständigen Verzicht auf die Abhaltung von Versammlungen und der Bevorzugung elektronischer Kommunikationsmittel gefährden sie das seit der Antike praktizierte Prinzip der Unmittelbarkeit von Beratung und Entscheidung. Insbesondere der Verzicht auf Versammlungen hätte zur Folge, dass bereits bekannte Politiker begünstigt würden. Demgegenüber hätten es weniger bekannte Bewerber und junge Talente schwerer, sich durchzusetzen. Für die Wahl eines Bewerbers kommt es nicht auf das gesprochene oder verlesene Wort an. Ebenso wichtig sind das Auftreten, die persönliche Ausstrahlung und die Wirkung auf die Versammlung. All dies kann eine digitale Versammlung nicht ersetzen. Der Verzicht auf Versammlungen ist ganz klar eine Beschneidung von Demokratie in ihrem Kernbereich. Elektronische Kommunikationsmittel, gegenwärtig allzu oft als Fetisch, denn als Hilfsmittel angesehen, bieten keine rein technische Erleichterung. Sie schaffen gleichzeitig eine Entfernung und Distanzierung an einer Stelle, die der Nähe, der Präsenz und eben der Unmittelbarkeit zwischen den Menschen bedarf. Denken Sie an die sozialen Medien, in denen die Kommunikation ganz anders abläuft als in unmittelbarer Rede und Gegenrede. Was für die Schule gilt, dass der sogenannte Distanzunterricht den Präsenzunterricht nicht ersetzen kann, gilt hier genauso. Die Digitaldebatte ist kein Ersatz für die lebendige Präsenzdebatte. Mit dem Einwand, dass die Veränderungen ja nur in Anpassung an eine Notlage, also nur ausnahmsweise und auch nur dann greifen sollen, wenn das Parlament dies legitimiert, werden die Bedenken nicht ausgeräumt. Zudem ist die Sperre, dass das Parlament zustimmen muss, keine verlässliche Sicherung. Denn für den Fall, dass das Parlament nicht rechtzeitig zusammentreten kann, entscheidet der Wahlprüfungsausschuss. Bleibt die Frage, wer entscheidet, ob das Parlament nicht zusammentreten kann. Zudem ist die Verordnungsermächtigung mit den angeführten Beispielen bewusst weit gefasst, um auch noch nicht bekannte Herausforderungen zu erfassen. So liest man das. Da muss man sich schon fragen, was denn hier noch alles an der Menschheit bisher nicht bekannten Herausforderungen kommen soll. Auf den Punkt gebracht. Wenn sich Regierungen, die sie tragende Mehrheit im Parlament, in der Beurteilung einer Lage als Naturkatastrophe einig sind, dann können sie grundlegende Prinzipien des Wahlrechts außer Kraft setzen, auch wenn die Opposition das vollkommen anders sieht. Die kann dann ihr Kopf stehen, ändert sich gar nichts. Und natürlich ist hier nach den Erfahrungen in der Corona-Krise Misstrauen angebracht. Wir sehen doch, mit welcher selbstherrlichen Entschlossenheit die Corona-Maßnahmen als scheinbar alternativlos beschlossen
und andere Strategien verworfen werden, ohne sich damit ernsthaft zu befassen. Kann man sich da wirklich sicher sein, dass eine Naturkatastrophe nicht falsch diagnostiziert und voreilig ausgerufen wird? Und ist es wirklich von der Hand zu weisen, dass die hier für den Ausnahmefall entwickelten Abweichungen von den herkömmlichen Regeln eine Tendenz zur Verstetigung in Richtung Digitalisierung in sich tragen? Wir bleiben dabei. Alles, was das Wahlrecht erfordert, ist bei einer verantwortungsvollen Beachtung von Hygienevorkehrungen derzeit und auch absehbar machbar. Wenn dieses Kernrecht der Demokratie einem auch dann noch wichtig ist, wenn es etwas unbequem wird. Sie haben doch alle die Bilder vor Augen aus anderen Ländern, wo es wirklich wild hergeht, wo Attentate zu befürchten sind bei Wahlen, wie im Irak und anderen Ländern, wo die Menschen in langen Schlangen stehen, vielleicht hier und da fast ihr Leben riskieren, jedenfalls statistisch. Da gucken wir hin, finden das bewundernswert und toll. Und jetzt fragen Sie sich doch mal ganz kritisch, was bei uns wirklich stattfindet. Wie hoch das Risiko ist derzeit, wenn sorgfältig vorbereitet ein Saal zur Verfügung gestellt wird, wo die Hygienevorschriften insgesamt eingehalten werden. Dann ist doch, wenn Sie ehrlich sind, das Risiko geringer, als ob Sie in irgendeinem Markt einkaufen gehen. Wir hatten und haben in dem Sinne keine dramatische Naturkatastrophe, die uns zu einer Verordnungsermächtigung zwingt, mit der demokratische Grundregeln revidiert werden können. Die Problemlage ist ohne eine Notstandsregelung fürs Wählen beherrschbar. Das Kaiserreich, die Weimarer Republik und die Bundesrepublik Deutschland sind bislang ohne ausgekommen, und dabei soll es auch bleiben. Vielen Dank.